Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Review hier bei Turnschuh TV. Mit den Trends ist es ja so eine Sache, die wechseln sich ja gerne ab. Erst ist es futuristisch, dann ist es total minimalistisch, dann wieder futuristisch aufwendig, dann wieder minimalistisch. Und immer wenn so von dem einen in den anderen Trend der Wechsel herrscht, nimmt man auch gerne mal von der vorherigen Phase noch ein bisschen was mit. So wie beim Reebok DMX Run 10, der war in den 90ern total futuristisch. Und jetzt, wo wir gerade so diesen extremen Minimalismus der Tennisschuhe und der Classics so ein bisschen hinter uns lassen und wieder futuristischer werden, kann man es auch mit dem nochmal versuchen, der, wie ich finde, nichts von seinem modernen Look eingebüßt hat in den letzten knapp 20 Jahren. Nein, der sieht auch heute noch aus, als wäre er geradewegs aus irgendeiner Science-Fiction-Serie entsprungen. Mega futuristisch. Kommen wir zum DMX und nein, es ist nicht der DMX, der mit der Digitalisierung so seine liebe Mühe und Not hat. Do you know how to like Google yourself? No. I know how to do it on the phone. But you don't know how to do it on the laptop. No, it's too much. Look at all these things. It's too much stuff. It's look. A toolbar. Look, the stuff. Those like, are like I the don't, windows that are open. It's scary. It's scary. It's just too much stuff. DMX ist tatsächlich nicht das Problem, wenn man nicht weiß, was Google ist, sondern DMX ist ein Dämpfungssystem aus dem Hause Reebok. Das haben die in den 90er Jahren entwickelt und in a nutshell, es ist ein Gasdämpfungssystem, was sich dann aber variabel und individuell an das Abrollverhalten des Nutzers anpasst. Das heißt, das Gas, was hier in den Kammern eingelassen ist, bewegt sich entsprechend eures Körpergewichts, eurer Belastung, die ihr auf dem Boden und auf den Fuß ausübt, entsprechend vor und zurück. Und somit könnt ihr die Dämpfung hier selbst mitbestimmen. Und das ist was, wofür Reebok aus meinem Empfinden heraus auch berühmt ist, nämlich Technologien zu entwickeln, die so mega weit voraus sind, eben in den 90ern schon. Und das zeigen sie mit dem DMX. Und der hat jetzt Re-Release gefeiert. Ich glaube, der sollte vor anderthalb Wochen schon kommen, kam dann aber doch erst Ende vergangener Woche in den Handel. Die Materialien sind 90er Jahre typisch, wenn man mal über die Fassade des Futuristischen hinwegblickt, sehr Nylon-lastig. Das Ganze mit einer etwas kreativen Schnürung, die hier an der Seite, wenn man das mal aufzieht, dann auch noch mal zeigt, so hier die Zunge ist wirklich komplett einmal durchgehend befestigt und noch mal mit einem belüftenden Nylon-Element. Und das Ganze total bulky, also für alle Leute, die den Blaze of Glory, wie ich, schon relativ wuchtig hinten im Fersenbereich finden, der wird hier einfach seinen Endgegner haben, denn das ist im Prinzip eine eingeschnürte Mittelsohle. Also man steht in der Mittelsohle und wer jetzt denkt, so Mensch, das muss doch ein Klotz sein, ja, der Schuh ist ein bisschen schwerer, aber auf keinen Fall unbequem. Ich habe ihn getragen und ich war auch erstmal selbst ein bisschen verwundert, wie angenehm weich und komfortabel das ist. Ich denke nur, so zumindest mein Empfinden, das ist so ein bisschen wie bei Altbauwohnungen. Ne? Da sind die Wände, die Seitenwände auch gerne mal ein wenig dicker, während die Decken sehr dünn sind. Das ist hier auch. Die Zunge ganz dünn, ganz leicht, ganz weich. Hier am Rand alles sehr fest, dick und massiv. Entsprechend könnte ich mir vorstellen, wenn man den im Sommer ab einer gewissen Temperatur trägt, könnte man da doch leicht zu einem Schweißfuß tendieren. Möchte es aber nicht beschreien. Der Schuh ist, wie ich finde, mit 130 Euro im Preis recht fair. Zwei Colorways gibt es, diesen hier und noch einen mit ein paar mehr Erdtönen, aber den haben wir nicht bekommen, also gucken wir uns den hier jetzt mal zusammen am Fuß an. Der Reebok DMX Run 10 für 130 Euro jetzt im Handel. Ein paar Links dazu haben wir euch unten auch in die Infobox gepackt.
Auf jeden Fall ein interessanter Kauf, wie ich finde, wenn man so ein bisschen auf die 90er Jahre Retrowelle aufspringen möchte, nicht auf den Yeezy Runner warten kann, aber bei Balenciaga noch nicht zugreifen kann, weil entweder zu teuer oder schon ein wenig zu hässlich. Man weiß nicht genau. Definitiv der hier eine Alternative. Sagt mir mal, wie gefällt er euch, indem ihr oben in der Infobox abstimmt oder indem ihr unten einen Kommentar da lasst. Ihr könnt gerne einen Daumen hoch drücken, wenn euch das Video gefallen hat, und diesen Kanal abonnieren und am besten Fall auch gleich all euren Freunden davon erzählen. Das wäre ganz zauberhaft. Und dann sehen wir uns in Kürze wieder hier mit der nächsten Review. Bis dahin, macht euch einen schönen Abend. Tschüss.